machen heute ein Eclipse-Make-up. Und zwar, vielleicht durch meine Mini-Schleife erraten, Alice, das Party-Make-up. Das andere von Alice fand ich alles ein bisschen öde. Und dummerweise, das schönste Make-up für mich war von Rosalie, wo sie Bella ihre Geschichte erzählt hat, wo sie draußen standen an dem Balkon. Dummerweise gibt es davon keine Bilder. Ich musste mir das Buch zum Film ausleihen von einer Freundin, damit ich überhaupt mal ein Bild habe. Und zwar machen wir dieses Make-up hier. Ihr könnt es so sehen. Also wer den Film gesehen hat, weiß, welches Make-up ich meine. Alice, Eclipse, Party Make-up. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, so aus Eclipse zum Beispiel, welches Make-up ich machen soll, und wenn ihr Fotos dazu findet, dann sagt mir doch mal Bescheid. Hinterlasst mir einen Kommentar, schreibt mir eine Nachricht, was auch immer. Und ganz, ganz vielen lieben Dank auch für die ganz vielen tollen Kommentare und Nachrichten zu meinem letzten Video. Ich hätte nie mit so einer Resonanz gerechnet. Nie. Und ich bin furchtbar stolz und glücklich und freue mich über die vielen Geschichten und über die vielen ehrlichen Antworten. So, das dazu. Der Look ist sehr ausdrucksstark. Für die meisten wahrscheinlich eher ein Abendlook. Ich finde es den perfekten Alltagslook für mich, auch mit den Lippen. Ich trage endlich mal Farbe auf den Lippen und mir gefällt es. Ich werde wahrscheinlich aber noch eine Kleinigkeit hinzufügen, nämlich Kajal. Weil für mich ist es dann doch etwas zu simpel. Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schauen und wenn es euch gefällt, abonniert mich oder schreibt mir eine Nachricht oder was auch immer. Bis dann! So, wir fangen direkt an, den Lidschattenprimer, also die Urban Decay Primer Potion in meinem Fall, habe ich schon aufgetragen und wie ihr seht, habe ich auch schon etwas Puder unterm Auge aufgetragen, um den heruntergefallenen Lidschatten aufzufangen, was wir auch definitiv brauchen bei diesem Look. Ich werde euch keine Produkte nennen, sondern nur die Farben von den Lidschatten, weil ich hier zwischen drei Paletten hin und her springe. Als erstes nehmen wir uns einen Lidschatten, der ungefähr einen Ton heller ist als unsere Haut und tragen das auf dem kompletten beweglichen Lid auf, bis in die Lidfalte. Alice hat nur matte Lidschatten, finde ich etwas schwierig, besonders bei so einem Look, da erstmal matte Lidschatten super schwer zu verblenden sind, schwerer als schimmerige. Deswegen habe ich einen mit leichtem Schimmer gewählt, wenn man es Schimmer nennen kann. Jetzt haben wir unsere Basis eigentlich fertig. Deswegen gehen wir jetzt weiter mit einem, also ich benutze hier den Sigma SS217. Die haben jetzt inzwischen andere Namen. So eine ein fluffiger Pinsel. Finde ich perfekt für diesen Look. Also müsst ihr mal schauen, womit ihr am besten klarkommt. Und ich habe jetzt so einen olivbraunen Ton. Damit malen wir uns jetzt die Form vor. Und zwar gehen wir von dem äußersten Punkt. Ihr könnt euch da ruhig so einen Punkt machen. Zum Innenwinkel rein. Also das äußere Drittel. Und in die Lidfalte. Und da Alice das etwas spitz zulaufend hat, male ich mir das auch schon mal vor. Also wie gesagt, das ist nur, um hinterher genau zu wissen, wo muss ich lang. Das könnt ihr jetzt, ich habe gerade den Pinsel sauber gemacht, das könnt ihr jetzt etwas verblenden. So, als nächstes nehme ich mir einen dunkelbraun mit dem gleichen Pinsel und gehe einfach genau da entlang, wo wir uns das gerade vorgemalt haben.
Ich mache zwischendurch immer den Pinsel ein bisschen sauber und gehe dann, ihr seht ja hier, das ist nicht richtig schön verblendet, gehe dann einfach darüber, um das zu verblenden. Und das gleiche, den Pinsel habe ich wieder sauber gemacht, mache ich jetzt auch mit dem braunen Lidschatten, den ich gerade aufgetragen habe, und verblende ihn einfach ein wenig. So, als nächstes nehme ich jetzt einen Pencil Brush, weil ich damit am besten klarkomme, und ein mattes Schwarz. Wie immer gilt natürlich, wie ich gerade gesagt habe, benutzt, womit ihr am besten klarkommt. Und jetzt malen wir uns einfach nur dieses äußere V mit dem schwarzen Lidschatten nach und gehen auch ganz leicht nur in die Lidfalte. Und ihr könnt jetzt entweder mit dem Braun, was ihr vorher benutzt habt, oder mit dem Schwarz, ich benutze das Schwarz, damit es etwas ausdrucksstärker ist, unten den unteren Wimpernkranz nachziehen. So, mit diesem Pinsel, den wir gerade schon benutzt haben, gehe ich jetzt noch einmal darüber, um das alles ein bisschen softer zu machen. Es ist ein sehr, sehr aufwendiger Look und sehr anstrengend, also wirklich nichts für Anfänger. Ich gehe nochmal mit dem Blending Brush über die wichtigsten Stellen, ganz besonders außen, damit das alles schön soft ist. So, jetzt können wir uns schon einmal das heruntergefallene, was wirklich viel ist bei diesem Look, wegmachen. So, ich habe jetzt noch einmal ein bisschen Highlighter aufgetragen, wobei ich nicht wirklich Highlighter benutzt habe, sondern einfach nur einen Lidschatten in meiner Hautfarbe, um die Form so ein bisschen zu korrigieren. Und ich habe im Innenwinkel einen, eigentlich den gleichen Lidschatten wie vorher ungefähr, mit ein bisschen Schimmer aufgetragen, um die Augen so ein bisschen mehr strahlen zu lassen. Alice hatte das beim Film nicht, aber ich mache das jetzt einfach mal. Als nächstes ziehen wir uns einen ganz, ganz dünnen Lidstrich. Am äußeren Augenwinkel könnt ihr das auch etwas auslaufen lassen, das ist nicht schlimm, das bearbeiten wir nämlich jetzt. Und zwar mit dem Pencil Brush oder dem Pinsel, den ihr dafür benutzt habt, und dem Schwarz gut abklopfen. Verwischen wir das jetzt einfach noch so ein bisschen. Um es etwas ausdrucksstärker hinzubekommen. So, das ist eigentlich schon der fertige Look. Ich zeige euch gleich noch, was ich im Gesicht gemacht habe und auf den Lippen. Und ich werde jetzt Mascara auftragen und mir die Augenbrauen machen, da Alice sehr ausdrucksstarke Augenbrauen hat. Und wir sehen uns gleich wieder. So, die Augenbrauen sind fertig, die Augen sind fertig. Ja, im restlichen Gesicht. Ich habe etwas Bronzer aufgetragen, um mein Gesicht zu konturieren, was bei Vampiren natürlich ganz wichtig ist, weil die super hübsch sind und ihre Gesichtsattribute ganz super rauskommen. Deswegen konturieren ganz, ganz wichtig. Wird es bestimmt nochmal ein Video von mir geben, ansonsten gibt es 50.000 andere Videos, wo das erklärt wird. Und für die Lippen, da Alice nie wirklich viel auf den Lippen trägt, sondern nur ihre eigene Lippenfarbe eigentlich ja, verstärkt ist, beziehungsweise eigentlich immer ein Lippenstift in ja, Lippenfarbe gewählt wird. Das ist jetzt Sinn ergeben? Nein. Ich benutze auf jeden Fall von P2 Pure Color Lipstick Nummer 140, Rue Saint Honoré oder so, Honoré. Ich kann überhaupt gar kein Französisch nach 7 Jahren. Es ist ein schöner Bärenton. Ist das die richtige Farbe? Ich glaube ja. Ich probiere es einfach aus.
Den tragen wir jetzt einmal auf. So, weil der natürlich so viel zu stark ist. Nehmen wir uns Toilettenpapier, Küchenrolle, was auch immer. Und drücken das einfach mal. Hübsch. Ihr könnt das so ein bisschen korrigieren. Ich mache das jetzt so ungefähr zweimal, bis ich halt nur noch etwas Farbe auf den Lippen habe. Und so habt ihr ein bisschen mehr farbige Lippen. Mehr farbige Lippen. Ihr wisst, was ich meine. Habt aber nicht zu viel Farbe. Ja, das ist der fertige Alice-Look und ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen und bis bald. Ciao!